herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mystiquist Quiz Finale. Bin ich mir sehr sicher, wo ich das so erstmal kündige ich es so an und zweitens weiß ich, was noch kommt. Ich denke, es ist sicher, wenn ich sage, ich bin sicher, dass ich sehr viel Zeit heute vergeude. Wenn ich sage, dass das Let's Play heute vor... Ich revidiere diese Aussage. Willkommen im vorletzten Part. Das heißt also, den absoluten Endboss des Spiels, den sehen wir dann wohl erst im nächsten Part. Hab gerade unglaubliche motorische Skills mit Sid drauf. So. Auf geht's. Ist halt das Gemeine. Man muss jetzt aufpassen. Das passt aber auch. Ganz im Ernst, das war's. Was ist daran schwer? Es kostet doch nur Zeit. Nervig ist das. Nervig, I say. So. Weil es aber vom Spiel echt nichts mehr zu finden gibt, dann technisch gesehen, kann ich einfach mich hier wacker... Kann ich mich einfach ziemlich munter durchprügeln. Secrets gibt es nicht. Es gibt keine Secrets mehr. Wir haben alles, was wir in diesem Spiel hätten, glaube ich, erreichen, haben und erhalten können, haben wir. Es sei denn, es fehlt was. Ich kann nicht mal nachgucken. Nein, es fehlt uns an nichts. Also in einem heutigen Spiel quasi wirklich undenkbar, dass man irgendwie alles hat, wenn man am Ende des Spiels ist. Weil alles halt so fast Secret, weil alles so ein Secret ist. Wenn man aber darüber nachdenkt, das Schwert kann mitunter, je nachdem wie man Vultus erwischt, kann das Juwelschwert optional sein. Mal ganz davon abgesehen, dass es sowieso hinter Monstern versteckt war und nicht fürs weitere Durchspielen benötigt wird, ist es per se optional. Wirklich die Jumbo-Bomben, beziehungsweise alle Bomben, jede, nur eine Kralle nicht, genau. Die erste und die letzte Kralle sowie das Eisenschwert sind Waffen, die vom Spiel für uns vorgesehen sind. Wo geht's hier weiter? Der Rest ist optional. Beim Rest sind wir nicht dazu angehalten, den zu finden. Ach nee, die erste Axt. Die erste und die zweite kann man kaufen, ja. So gesehen ist es böse. Ob wir unsere Rüstung mitnehmen oder nicht. Komplett unzuberlassen. Nee, ich muss so gehen. Weil theoretisch hätten wir jede Truhe zulassen können. Zum Beispiel das Item Nymphenträne oder was. Generell alles, was wir so finden. Ich glaube, ich meine, es gab auch einen Opal, den man optional finden konnte, oder? War das was anderes? Ich weiß es gerade nicht. So, ja, da geht es nicht weiter, ne? Nee, hier dann, ne? Nicht. Böse. Mein Fuß juckt, das ist schlecht. Ich gerade ein bisschen sehr ungehalten werde, weil ich nicht den richtigen Weg finde und das Bedürfnis habe rumzubrüllen, deswegen. Ein bisschen sauer bin. So. Mann, regt mich das gerade auf. Ich bin zu dumm, den richtigen Weg zu finden. Den Weg können wir auch sicher, aber ich finde sowieso eigentlich geil. Im Prinzip sieht man hier den Boden. Faule Grafikdesigner hust. So, hier können wir nicht runterfallen. Sehr witzig eigentlich. Und dann geht's weiter. Hier war ich. Ja, hier bin ich lang gegangen. Hier ist aber nichts, woran wir uns langhangeln könnten. Hier können wir weitergehen, ne? Hier, ach ja, nee.
Das habe ich übersehen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es übersehen habe. Weil wegen Fluch des Swordies, Swordy sein. Das ist ein riesiger Debuff. Minus 10 auf Aufmerksamkeit beim Aufstehen. So, komm schon, stirb. Ja, geil. Ja, stirbt. Oh. So. Und da sind wir bei Vultus 2. Ich finde es immer schade, wenn man sowas macht, weil man erinnert sich immer ziemlich gut an den letzten Boss. Finde ich ein bisschen so, ich weiß nicht, irgendwie so merkwürdig. Frage nach dem Motto, ist uns nichts Besseres eingefallen? So. Falcono heißt er jetzt. Ging auf Ilas wieder. Ups. Der hat den Tempel habe ich schon abgeschrieben, nachdem ich nachdem das Ding durchgegangen ist. Hm, keine Wirkung. Ich bin. Ups. Ich bin gerade echt so ein bisschen persistent damit, ich merk's. Flammenaure wäre effektiver gegen ihn. Müsste bei seinem Zwilling im Prinzip dann auch funktionieren. Und wie es funktioniert. Ach Gott, wirklich. Oh nein, ich bin ein schwerer Gegner, weil ich mit einem Mal töten kann. Ja, ist klar. Mann, ey. Was ist das für eine Scheiße? Diesen Boss ist doch nicht schwer. Er hat halt nur, weil er so verflixt schnell die Möglichkeit ist, einfach die Möglichkeit, mit einem Angriff zu töten. Und das macht dieser Angriff relativ sicher. Seht ihr? Nein! Scheiße. Bin gerade richtig pisst. Einfach nur sauer. Was, was? Mädel, mach, was du denkst. Sorry, schmeißt ohne Kraftzauber. Er ist anfällig und widersteht der Attacke. Was zur Hölle? Krieg ich eine schwere. Ja, super. Hm? Ah, es zerstört sehr schön. Ah, ist die Kanne drauf worden? Ja, sehr schön. Und so. Flammenaura, hä? Dich. Deswegen ist dieser Kampf so einfacher. Weil er mir einfach halt auch das erlaubt. Ich kann halt sie so ein bisschen manipulieren, darauf das zu machen, was sie auch wirklich machen muss. Sehr schön. Und wieder volles Leben. Schutzschild ist natürlich mal wieder perfekt zerstört. So dass ich trotzdem noch einen physikalischen Angriff mache. Anstatt Magie einzusetzen. So. Trotzdem ist er der schwerste. No, das ist auch wirklich der einzige, den ich überhaupt nicht wirklich flüchten lassen kann. Es ist so geil, es gibt zwei Endbosse, die wir kaputt machen können, weil man bei denen die Boss Protection nicht gemacht hat. Wenn man zu faul war, zwei Programmzeilen Code zu schreiben, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir fertig damit. Wir sind endlich am Ende der Dämonenfestung angelangt. Jo, der kann das alles nicht aufmachen. Schade. Bist du überhaupt noch drin? Wir müssen da aber hin. So. Dean, Shatia, ihr Ritter des Lichts. Wir, die Kristalle der Erde, geben euch nun unsere magische Kraft. Ja, am Ende des Spiels kriegen wir nochmal eine Vollheilung. Dafür haben wir die Kristalle gesammelt. Zaubertrank, ja. Mhm. Ja. Es war ja so lächerlich. So, okay, Leute, jetzt ist richtig ernst, ich mache die Musik absichtlich ein bisschen lauter nochmal.
So, es geht auf in den Endkampf. In den letzten Kampf dieses Spiels. Der kann random verlaufen. Ich hoffe, ich kriege es direkt so hin. Level sollte eigentlich ziemlich gut sein, dass wir den wirklich beim ersten Mal machen. Er ist pottenhässlich. Allein dieser Smile, dieser unglückliche Smiley. So. Ich werde ihn jetzt beim ersten Mal, wenn ich ihn kommentieren. Danach werde ich diesen Kampf komplett unkommentiert machen. Weil ich persönlich nicht wirklich viel hinzuzufügen habe zu diesem Kampf. Außer, ganz klar, die Nebelaura macht am meisten Damage gegen ihn. Wenn mein Gehirn gerade noch korrekt funktioniert und nicht die Flammenaura trotzdem mehr Damage macht. Was macht er? Ja, Flammenaura trotzdem stärker. Form 1. Er hat ein paar mehr Fähigkeiten bekommen. Nur ein paar. Ganz unwichtige. Ich lasse sie trotzdem machen, was sie will. Die Hitbox ist riesig geworden. Luftflug. Was soll sie machen? Kann sie übrigens heilen. Mit unseren Hitpoints, der Penner. So, 2000 Schaden nochmal. Ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht sieht. Dass sie mit ihrem Angriff mit dem Nebel Aura mehr Damage machen würde. Übrigens, wenn der PC das einsetzt, ist es mal eine Vollheilung. Fast. Was? Nicht? Hm? So. Kälte-Ding. Von mir aus. VMA. Ich habe so ein bisschen Angst, sie auf manuell zu lassen, falls sowas passiert, dass wir halt sterben. Weil das halt echt richtig übel ist. Form 3, Spinne. Jetzt wird es ein bisschen übler. Jetzt können wir mitunter schon ein bisschen mehr aufs Maul bekommen, vor allem, weil es jetzt auch die Phase des Spiels ist. Die Phase des Kampfes, wo wir keine Magie mehr haben. Oder halt nicht mehr genug Magie einsetzen, um offensiv anzugreifen. Ich gebe auch nochmal ein. Perfekt. Nicht. Ach, Goldwebe versteinern. Ja, ihr seht's richtig. Dieser Gegner kann versteinern. Er ist der finale Boss des Spiels. Und er kann uns dadurch verlieren lassen, dass wir eventuell nicht schnell genug agieren können. Und uns versteinert. Wieder auf Phobia. So böse, so böse. So bitter, bitter böse. Das überleben wir. Sie nicht. War das echt? Ja. Jo. Wir geben nicht auf. Aber ich werde jetzt nicht viel mehr sagen in den nächsten Attempts. Das war gerade ärgerlich, ey. Es ist so ärgerlich einfach so. Egal. Funkenfluch. Angriff ist geschwächt. Nein, Mädchen, dein Angriff ist geschwächt. Greif weiter an. Vollidiot. Aua. Ich guck mir auch in diesem Kampf mal ganz genau an, was passiert. So. Haben wir jetzt schon 20.000. Ne, 10.000 ungefähr. Also gut. Oder sogar schon ein bisschen mehr. Perfekt. Seht ihr, Phase 1 erreicht man immer sehr schnell. Ach, warum hat er nicht den Damage zentriert? Dann hätte Phobia sich sicherer geheilt. So macht sie nutzlosen Mist.
kann die Musik dadurch so, ich kann die der Musik dadurch zwingen, dass sie nicht diese Beats macht. Beinfeld ist nämlich verdammt cool. Er sitzt zweimal Heilpfeil ein. Gott, oh Gott, oh Gott. Dadurch macht er komplett eine Runde von meinen Flammen auch nutzlos. So. Im Prinzip hat er sich dagegen angeheilt. Danke, dass du zweieinhalb meiner Flammenauren kaputt gemacht hast, du Benner. Du Benner. Das ist kein Dolch, das ist ein riesiges Schwert. Was zur Hölle? Spiel, was definierst du mir da? So. Das war mir klar. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Ich muss trotzdem einen Zaubertrank einsetzen. Ich muss mal einen Zaubertrank. Ja, es... Oh, gut. Ist er immer schon aus der Phase raus, wo er sein Leben wiederherstellen kann. Auf geht's gegen die Spinnenform. Oh, das darf er. Macht kaum, denn er stört mich kaum. Und das stört mich schon ein bisschen mehr, denn das tötet mich. In 2 Sekunden lebe ich allerdings schon wieder. So. Ja. Passt. Ich hab den gleichen Soundeffekt wie du. Oh Gott, so nutzlos. Egal. Perfekt. Das tötet mich. Nicht? Nein, nicht. Das war Silber. Das war Silbernetz. Ich glaube wirklich so alle Status Ailments bis auf Stein. Auf sie. So viel zum Thema Nailed It. So. Die finale Form, die Tentakelform. So, jetzt geht's richtig in die heiße Phase. Ins Phobia nicht gleitet. Das könnte auch für uns das aus sein. Nein, ist es nicht. Es wird... Das ist so kacke. Goldgewebe auf uns. Oh, wir können nicht versteinert werden. Hahaha. So. Oh, es ist so... Wieso kann er überhaupt noch seine Spinnenattacken einsetzen? Er kann auch gleich genauso gut den Kältedecker einsetzen. Ja. Okay, ich werde jetzt pingelig, aber trotzdem. Komm schon. Ja! Yes! Und damit haben wir es geschafft! Woo! Mystic Quest Legends ist durchgespielt. Zu 100%. Bei den Göttern. Wir haben ihn bezwungen. Der Dämonenkönig ist tot. Das Gute hat gesiegt. Das Land ist wieder frei. Und da ist der alte Mann. Der Kristall. Ich, in menschlicher Gestalt, habe ich, der Kristall des Lichts, euch begleitet. Ihr habt das Böse mit Hilfe der kosmischen Kräfte besiegt. Geht nun und vollbringt wundervolle Taten. Ja. Wir haben das Spiel durch. Vollbringt wundervolle Taten. So, jetzt gehen wir nochmal vorbei. Dean, ist wirklich weit aus dem Dämonenkönig bezwungen? Ich würde sogar sagen, ich habe den König der Dämonen bezwungen. Ruben zum, Frommanus und Max sind wieder zu Hause. Und sag ihnen, dass ich einmal besuchen werde. Norma liegt immer noch im Bett. Den Gott sei Dank, du lebst. Was hast du denn vor? Ich will die Welt bereisen. Max leistet mir das Schiff. Keine Sorgen, Errol, ich komme wieder. Das Schiff gehört dir. Hallo, wie geht's? Ja, geht so.
Hast du Tristan gesehen? Nein. Ich habe wieder irgendein hast du Tim gesehen? Irgendwann Mädel daher. Falls er wieder auftaucht, grüße ihn von mir. Na, Alter, wie läuft's denn so? Ast rein, ey. Lass uns feiern. Ich würde gerne aber das Abenteuer ruft. Komisch, ich höre gar nichts. Ja, Frommenas. Deine Ohren sind auch kaputt. Das Schiff ist wie neu. Das war Titan. Oh. Hoch, liebe Captain Dean. Ich arbeite gerade an der nächsten Erfindung. Junge, komm bald wieder. Dein Schuh ist offen. Schreib meine Karte. Ich habe meinen Text vergessen. Wie wirst du dich begleiten? So, jetzt verlässt Phobia uns auch. Hör nicht auf Opa, er ist schon ziemlich verkalkt. Lass dich nicht so feiern. Mach dich nicht auf den Weg. Vergiss uns nicht. Jojo. Bestimmt, ich leb wohl. Hi Schiff. So. Auf geht's, ganz alleine. Machen wir uns auf den Weg. Und uns kommt die Erkennungsmelodie von Tim. Was ein Zufall. Tim, du hier? Irgendjemand muss doch aufpassen, Kleiner. Ich heiße Dean. So. Oh, schönes Spiel. Unheimlich schwer durchzuspielen. Screen flackert. Wirklich extrem schwer. Weil alles festgesetzt ist. Damage ist festgesetzt. Resistenzen werden natürlich abberechnet und so weiter, aber ansonsten. Oh. Böse ist das mit den ganzen Status-Eigenschaften, die uns das Spiel direkt Game Over gehen lassen können. Es ist wirklich ein verdammt gemeines Spiel. Wirklich ein Potsau. Aber es ist trotzdem doch so einfach, weil die Zauber so viel heilen und so weiter. Dass es doch schon ziemlich möglich ist. Ich empfehle euch, das Spiel trotzdem noch mal durchzuspielen. Und dafür wirklich mal selber ein Gefühl zu bekommen, wie das ist. Eventuell auch ohne Speed-Ups, so wie ich das gemacht habe. Denn wenn ihr euch das im Display angucken müsst oder wirklich mal wirklich viel Zeit habt, macht es einfach mal. Es macht Tonnen Spaß, man wird sich Tonnen drüber aufregen. Am besten setzt man sich mit einem Kollegen oder so zusammen und zockt es zusammen. Quasi, ja, Game Over, jetzt machst du weiter. Ach, nee. Jo. Es hat sehr viele Schwächen, muss man ganz einfach sagen. Aber für damalige Verhältnisse ist es ein sehr starkes Spiel. Ich habe ein bisschen sehr durchgehetzt, das tut mir leid. Aber naja. Es ist vorbei. So. Das sieht man jetzt für eine Weile, bis man halt A drückt und dann sieht man halt uns und Tim. Wir halt da rumgaffen. Das, mehr passiert nicht. Quasi da, wo das Spiel wirklich nochmal anfängt, wieder interessant zu werden, hört es auf. Wir sind immer zu zweit unterwegs. Ist okay. Auch wenn ich lieber meine Vierer- oder Dreier-Truppen mag. Naja. Ein exzellentes Spiel. Story ist merkwürdig, aber sind japanische Spiele. So. Dann würde ich sagen, Arrivederci, bis zum nächsten Projekt. Euer Swordy die Delta. Tschüss.